mich angeschrieben und gefragt, ob ich Lust habe, ihr eine Thriftbox zusammenzustellen. Hallöchen zu einem ganz neuen Video, auch was ganz anderes, ein ganz anderes Format, als ich jemals gemacht habe. Naja, geht so. Denn das ist das Video, von dem ich euch erzählt habe, mit der lieben Laura Herbst, allerliebst. Also, eines Tages hat mich nämlich die liebe Laura angeschrieben und gefragt, ob ich Lust habe, ihr eine Thriftbox zusammenzustellen, dass ich zum Secondhand fahre oder halt Flohmarkt oder was auch immer und ihr dann so Kleidung zusammensuche. Sie meinte sogar, so wie ich es möchte, also dass sie meinen Stil mag und dass ich mir so Sachen dann halt aussuchen kann und wie man das dann kombinieren könnte und so, wie sie aussuche und ihr das dann schicke. Und dann hat sie mir sogar noch eine Pinterest-Pin geschickt. Und das soll dann auch so eine Art Überraschungsbox sein. Also sie weiß nicht, was da drin sein wird. Wir haben aber ein Problem. Denn das, was in dieser Pinterest-Pin ist, liebe ich auch. Das ist ein so richtig wunderschöner Style. Also ich habe ja irgendwie nicht so wirklich eine Richtung von Stil, muss ich sagen. Ich habe ja mal wirklich, dass ich einfach nur schwarz trage. Dann das, dann bin ich gerne Oma-mäßig. Dann bin ich gerne mädchenhaft angezogen und alles Mögliche. Und dieses, ich weiß nicht, wie man diesen Stil nennt, sowas trage ich auch und sowas liebe ich auch. Ja, und das ist halt das Problem, weil das wird nämlich sehr hardcore sein, das nicht selbst behalten zu wollen. Ja, weil ich halt diesen Stil ziemlich liebe. Und im Secondhand findet man ja oft alles nur einmal. Das gibt es ja natürlich nicht zweimal. Und darum geht dieses Video. Es wird dann halt auch wieder wie immer im Vlog-Stil sein, ne? Weil ich ja Vlogs liebe. Und heute, also wenn gleich meine Haare ein bisschen noch trockener sind, fahren wir los zum Secondhand und suchen mal was. Und ich war schon vor 2 Wochen, glaube ich, 2-mal im Secondhand aus Versehen. Also ich war da in der Gegend und da musste ich halt reinblitzen, rein. Und da habe ich paar Sachen schon für sie gefunden und ich wollte die halt mitnehmen. Und zwar, die habe ich direkt verstaut in einer Tüte. Ich habe auch versucht, so Outfits zu kaufen, also etwas davon, so etwas davon, dass man auch alles miteinander kombinieren kann. Und fangen wir doch mal an. In eine Sache habe ich mich extrem verliebt und die hätte ich einfach sehr gerne selbst behalten. Deswegen ist die auch in der Tüte, damit ich die nicht selbst behalte. Alles ist noch mit Etikett, damit sie es nachvollziehen können, wie viel es halt gekostet hat, ne? Also, das hat 4,99 Euro gekostet und ist so ein wundersüßes Strick. So ein Strickpullover mit so einem Ausschnitt. Also, man kann es schön so tragen. Und es ist einfach so wunderschön. Also, ich habe jetzt gerade einfach einen Tennisrock an und ja, einfach super cute. Und ich hoffe, Laura mag das auch, aber ich liebe es halt, wenn so Ärmel so ein bisschen so, ja, locker sind. Das sieht halt schön aus. Und ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, ich habe gerade etwas gefunden, was ziemlich ähnlich ist. Das hat halt auch so eine Farbe. Ey, das ist sogar fast, was ich gerade anhab. Ja, so eine grüne Farbe, so ein Oversized-Pullover. Da haben wir schon mal einen Check, ne? Dann habe ich noch eine wunderschöne Farbe gefunden. Auch ein Oversized Hemd ist das. Genau, so würde ich sogar auch tragen. Finde ich super cute. So schön, so Stoff. Das wird auch so ein, ja, eher weicher Stoff. Ja, und dann könnte man das mit dem Rock und einer bordeauxroten Tasche. Ich habe hier so eine bordeauxrote Tasche, auch aus dem Secondhand.
Die ist leider mal kaputt gegangen. Aber das passt dann auch so süß zusammen. Ich liebe es, wenn man so was Dunkles trägt und dann auf einmal so einen roten Farbtupfer hat. Das liebe ich extrem. Und das sieht einfach super süß aus, dann mit dem Rock zusammen. Einfach super süß. So, und das waren die Sachen, die ich bis jetzt für Laura geholt habe. Ja, ich finde die alle mega schön. Und ich habe die alle wieder in die Tüte verstaut, damit ich bloß nicht auf die Idee komme, die selbst zu behalten. Dann fahren wir jetzt gleich los und ich gucke nochmal, ja, die Inspo an. Ich bin auf jeden Fall auf einer Suche nach einer Tasche für sie, weil sie hat hier so eine Tasche. Da, hier so eine Tasche. Aber zu all den Stilen würde so eine braune Tasche echt gut aussehen. Und ich bin auf der Suche nach so einer. Ich mache mir noch einen guten, schönen Tee für die Fahrt, weil die Fahrt ist da halt ein bisschen länger. Schöne Musik an und dann geht's los zur Secondhand-Tour. Das ist mein Outfit. Ich bin wieder da. Der eine Laden, wo ich hin wollte, der weiter weg von hier ist, der hatte irgendwie dazu wegen komischen Baugründen. Und dann bin ich zu einem anderen gefahren, der noch weiter weg war. Und da war ich noch nie davor. Und an sich war er ganz cool. Ja, aber da gab es einfach zu wenig Kleidungssachen. Deswegen habe ich nichts gefunden für Laura. Irgendwie gab es da nicht so. Es gab einfach keine große Auswahl. Und ja. Das war's wohl. So ist es mit dem Secondhand. Das ist immer eine Glückssache. Manchmal findet man was richtig Cooles. Manchmal findet man extrem viel. Manchmal gar nichts. Mua. Und ja. Ich ziehe heute genau das gleiche an wie gestern, weil ich das Outfit gestern so cool fand. Nur diesmal mit halt einem Strickpulli drunter. Auch vom Secondhand. Ich fahre jetzt zu meiner Schwester und wir fahren dann auch im Secondhand vorbei und mal gucken, ob ich irgendwas finde für Laura. Irgendwas. Ich hoffe schon, weil es muss sein. Ich muss heute einfach mal was finden. Ich kann ja nicht so leer ausgehen wie gestern und ja, ich halte euch auf den Laufenden. Die ist auch vom Secondhand. Habe ich im Herbst gekauft und ich liebe die. Die ist halt größer und auch wieder so ein roter Farbklecks. Liebe ich ja. Welches cooler, die oder die? Die ist besser. Ja. Das da ist auch cool, ne? Oder? Ja. Von allen, der ist aber auch cool. Der hat so einen Pin. Hallihallöchen. Ich wollte euch mal die Ausbeute für Laura zeigen, die ich gestern gemacht habe. Und zwar, ich war ja gestern mit meiner Schwester im Secondhand. Und da habe ich ja so ein paar Röcke gefunden. Da dachte ich, die könnten was sein. Und ich habe mich
am Ende für die beiden entschieden. Weil sie auch in ihrem Pinterest-Pin so mehrere Jeansröcke immer so hatte, so. Und den finde ich halt schon cool vintage, wenn, ne? Guckt mal, ich finde das schon so, ja, mal was anderes. Nicht immer dasselbe. Auch von hinten finde ich es voll schön, so. Und die Farbe. Ich hoffe, ihr gefällt das. Und den fand ich auch, der passt zum Pinterest, zu diesen Pins. Ich hoffe, der gefällt ihr, dieser. Das ist so kord und so beige-weiß, würde ich sagen. So, ne? So beige. Und kord passt halt voll auch zu diesem Stil. Und das kann man auch so cool kombinieren. Auch mit Stiefel und so. Oder mit braunen Stiefel fände ich das richtig cool. Oder mit so einem Mantel, mit einem braunen Mantel und braunen Stiefel und sowas. Ja, so Kniestiefel oder so. Könnte ich mir das richtig schön vorstellen. Oder auch eine Strickjacke und dann kommt da so hier so eine Bluse drüber und sowas. Kann man auch ganz süß kombinieren. Ich war gerade am gucken, ob ich noch irgendwas habe, was zu dem Pinterest-Post zu Lauras Stil passt. Dieses Hemd oder Übergangsjacke, weil das hat so einen Reißverschluss, was ich ganz cool finde. Ja, das könnte auch zu ihr passen. Erst recht zu ihren braunen Haaren. Ich finde immer gelb und braune Haare, das sieht immer richtig schön aus. Und jetzt bin ich ja wieder blond, das sieht eh nicht mehr so toll aus. Und ich finde, das ist auch irgendwie voll wie neu. Also das habe ich auch im Secondhand gekauft. Ich habe es auch nur einmal getragen bis jetzt, weil dann wurde es kalt. Ich glaube, ich habe es Ende Sommer gekauft oder so, letzten Jahres. Das ist ganz cool. Boah, das war anstrengend. Das war anstrengend. So eine coole Tasche gefunden, aber die hatte einfach kein Umhängedingsbums. Die war einfach perfekt. Die war wie vom Pinterest-Pin, wirklich. Aber ich fand das komisch. Also ohne Ding will ich ihr natürlich keine Tasche schenken. Und dann gab es ja diesen Cardigan. Dieser Cardigan, der war 1:1, also fast wie dieser eine vom Pinterest-Pin. Nur das war die falsche Größe. Ich habe mich so gefreut, als ich diesen Cardigan gerade gesehen habe. Ich dachte mir, Jackpot. Aber die Größe war einfach nicht die richtige. Und dann habe ich diesen Rock gefunden. Den finde ich richtig schön. Ist auch ein schöner Stoff. Komplett aus. Das ist einfach genau das. Das ist einfach genau der gleiche Cardigan, den ich vorhin gefunden habe, wo ich so traurig war, dass es die falsche Größe war. Und das ist jetzt genau die Größe. Ich bin gerade so happy und ich finde es wunderschön. Und sieht voll aus wie so ein Pinterest-Bild. Wie vom Pinterest-Bild ein Cardigan. Hallöchen, ich komme gerade vom Flohmarkt und ich dachte, ich zeige euch mal gerade, was ich für Laura gefunden habe. Und das ist echt so komplett wie neu irgendwie. Das ist so ein Hemd. Das sieht so aus wie Wildleder, so Wildledermaterial. Und das wird total, ich glaube, das wird ihr richtig cool stehen. Ist ein bisschen größer und so. Und was ich cool finde, ist dieses Ding hier auch noch so. Yeah!
Yay, ich war gerade in dem Secondhand und habe die Tasche für Laura gekauft für 3 Euro. Und genauso habe ich es mir vorgestellt. So eine kleine, schöne, bräunliche Tasche. Ich finde, die passt voll zu diesem Stil und so. Die fühlt sich auch richtig gut an. Juhu! Guten Tag, guten Tag. Ich dachte, wir machen mal einen Zwischenstopp, weil ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich genug habe und ich will natürlich nicht ihr Budget überdingsen. Ja, deswegen lasst uns doch mal das Geld zusammenzählen, wie viel wir jetzt alles bezahlt haben. Also diese wunderschöne Tasche, die ich sehr gerne selbst behalten wollen würde, hat 3 Euro gekostet. Ich lasse alle Dinger drinnen, damit sie einen Überblick hat. 3 Euro. Dieser Kordrock mit dem Jeansrock, den habe ich ja gewogen und die haben zusammen 10 Euro oder 9,90 € gekostet. Dieses wunderschöne Teil, wo ich auch sehr traurig bin, dass ich das nicht behalten kann. Den kann man auch super cool stylen mit einem Mantel und Overknee, Over die Dingsbums. 4,99, 4,99. Das ist auch so schön. Warum? Das ist auch richtig. Laura, wenn du das siehst und das anprobierst, ich hoffe, du findest auch diesen Stoff so schön. Der ist richtig schön weich. 6,49. So, und dann haben wir noch die Sachen aus meinem Kleiderschrank, die ich für Laura gesucht habe. Wo ich halt dachte, das passt zu ihr. Da habe ich einmal, weil ich sowieso auf der Suche war nach einem Polunder, habe ich hier so einen beigen Polunder. Der ist auch cool und so etwas länger. Und das kann man auch super cool stylen, auch mit dem, was ich gerade anhabe. Hallo, das passt einfach alles. Den hier haben wir ja auf dem Flohmarkt gefunden für 5 Euro. Und das komplett neu. Sieht so aus wie ja, Wildleder oder wie man das nennt. Sieht so aus halt. Ist es nicht? Kann man auch super cool stylen mit allem. Das finde ich echt cool an all diesen Sachen. Man kann die so krass kombinieren, alles. Und dann habe ich das. Habe ich diese Jacke. Kann man auch so lässig tragen, aber mit einem Rock kann man das auch irgendwie so lässig, also lässig und nicht lässig tragen. Aber ja, wisst ihr, was ich meine? Und so das mit einer Jeans ist halt dann ja so cool. Mit Sonnenbrille oder was auch immer. Hallo. Ich habe gerade ein super cooles Outfit an, so eine Weste und so. Und ich wollte einfach nur sagen, ich wünschte, ich könnte jetzt Lauras Tasche, die ich ihr gekauft habe, behalten, weil die würde so perfekt dazu passen. Wir gucken uns das einfach mal kurz an, okay? So, einfach mal gucken, wie das mit dem Outfit aussehen würde. Ich glaube, das sieht super cool aus. Ich finde die Tasche so süß und ich muss sagen, ich bin jetzt selber auf der Suche nach so einer Tasche. Oh, das ist cute. Super cute. Naja, die gehört jetzt Laura. Jedenfalls dachte ich, ich nehme mir heute Nachmittag die Zeit, nochmal zu einem Secondhand zu fahren, noch ein paar Sachen zu stöbern, zu gucken, ob ich noch irgendwas für die Thriftbox finde. Aber ich muss sagen, alles, was ich so im Kopf hatte, habe ich bis jetzt gefunden. So mit Polunder und den Rock in dieser einen Art und so hatte ich bis jetzt. Und jetzt ist eigentlich alles meiner Meinung nach vollkommen. Diese Tasche war ja für mich sehr wichtig, dass ich irgendwie so eine Tasche für sie finde. Aber ich dachte, ich lasse mich noch mal inspirieren, weil dieses Gefühl, wenn man vorm Secondhand steht. Ich liebe es. Ich bin immer so gehypt. Und freue mich extrem und kann es kaum erwarten. Deswegen gehen wir rein.
ich freue mich gerade. Ich habe alle Sachen für Laura gerade hier reingepackt. Und heute Abend, wenn die Baustelle Feierabend hat, werde ich das schön verpacken. Ich freue mich richtig. Hier ist es. Haha. Was ich auch bei ihrem Pinterest-Post gesehen habe, war immer so ein roter Schal. Und ich liebe ja auch so rote Farbtupfer. Und eigentlich bin ich am Überlegen. Und ich will auch ihr gerne einen roten Schal irgendwie finden. Als ich ihr Pinterest-Board gesehen habe, da habe ich direkt an dieses Kleid damals gedacht. Das ist auch von mir, auch in meinem Kleiderschrank. Und ja, ich dachte, boah, eigentlich könnte ich ihr das reinlegen, weil das passt schon sehr dazu, dass es Cord. Deswegen, ja, ich glaube, das wird ihr auch gefallen. Erst recht zu ihren braunen Haaren sieht das eben mega aus. Und dieses wundervolle, süße Überwurfsding, keine Ahnung, wie man das nennt. Drunter zieht man halt noch was an, weil es ja durchsichtig so. Packe ich auch noch mit rein. Die Ärmel, ich finde das so schön mit den Ärmeln. So. Und dann habe ich noch für 3 Euro im Secondhand diesen Dad-Pullover gefunden. Das Muster, ich finde das so cool. Und die Farbe, kennt man das? Das ist eher, ja, ich kann die Farbe nicht erklären, aber die ist nicht so wie auf der Kamera. Und allein mit diesem Outfit drüber werfen und es wird cool aussehen, das sage ich euch. Yeah! Oder auch mit einer Jeans, farbenen Jeans, sieht das auch cool aus und ja. Oder eine Oversized Lederjacke drüber oder auch mit einer Shorts. Ja, ich mag's sehr. So. Es ist soweit. Die Thriftbox ist voll und ich wollte jetzt nochmal alles durchgehen, nochmal die Preise aufschreiben und das dann Laura schicken, wie viel das da jetzt im Endeffekt alles zusammen gekostet hat. Sie hat mir ein Budget gegeben, was so höchstens, für wie viel ich höchstens so ja, shoppen kann. Und ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt, was das alles zusammen gekostet hat. Ja, ihr habt ja gesehen, was ich alles so gefunden habe und so. Ich hoffe, ich habe auch echt alles abgefilmt. Ich weiß es nicht mehr, weil es ist ja jetzt wirklich auch schon länger her und ich habe jetzt so vlogmäßig gefilmt und beim Schneiden, erst beim Schneiden weiß ich ja, ob ich alles abgefilmt habe. Mal gucken. Aber das werdet ihr ja dann sehen, wenn Laura das Unboxing macht. Und die Sachen vielleicht anprobiert oder stylt. Ich weiß nicht, wie sie das dann machen wird oder ob sie es nur auspackt oder so. Dann werdet ihr natürlich die Teile auch nochmal sehen und ich freue mich richtig drauf, das dann nochmal in ihrem Video zu sehen. Das wird, glaube ich, ein echt cooles Gefühl sein. Es war auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen, für Laura was zu finden, als wenn ich was für mich finde, weil zum Beispiel ich kaufe auch Pullis, die sind, ja, schon so fisselig und so. Ich achte da nicht so drauf, wenn es vielleicht, ja, wenn es nicht mehr so ganz in Ordnung ist, wenn dann so schon kaputte Sachen bei sind. Ja, da achte ich halt nicht so drauf. Und bei Laura habe ich dann manchmal gedacht, oh, ich weiß nicht, ob sie das gut findet. Soll ich das holen, soll ich das nicht holen? Mag sie den Stoff und so, deswegen war es ein bisschen schwer, die Sachen zu finden. Und deswegen hat es auch bei mir auch echt länger gedauert jetzt. Wie gesagt, aber ich habe dann halt auch Sachen gekauft, wo ich denke, ich werde sie tragen. Zum Beispiel das, den finde ich ja obergeil, das weiß ich noch. Den habe ich auf dem Flohmarkt für 5 Euro, meine ich. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber ich glaube, das waren 5 Euro.
Und das ist halt so, ja, so Wildlederoptik und das sehe ich so richtig an ihr. So bei ein paar Sachen, da denke ich mir, okay, die wird sie lieben, okay? Ich hoffe es. Aber das werdet ihr alles in ihrem Video sehen, ob sie es lieben wird, ob sie es, ja, ob sie denkt, sie kann das gut stylen und so. Oder ob sie es auch schon hat. Ich hoffe nicht, dass sie so eine braune Tasche hat. Aber ich habe so eine braune Tasche bei ihr oft in den Pinterest-Posts gesehen. Und das war es dann auch schon mit dem Video. Und ihr könnt gerne bei ihrem Video jetzt vorbeischauen, wie sie es unboxt, wie sie dieses Paket bekommt und alles auspackt, stylt oder was auch immer, wie ihr Video sein wird, keine Ahnung. Aber schaut gerne bei Laura vorbei, falls ihr sie nicht kennt. Dann lasst auch dort ein Abo da und abonniert auch mich sehr gerne, wenn ihr wollt. Normalerweise lade ich immer Slow Living Vlogs hoch, aber ich liebe ja auch Secondhand. Und wenn ihr auch Secondhand-Schätze, Einrichtungen und Fashion und so liebt, könnt ihr ja auch sehr gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns wieder bei einem ganz normalen Vlog. Slow Living Vlog jeden Donnerstag um 18 Uhr wieder. Und ich freue mich auf eure Rückmeldung zu diesem Video. Und ich freue mich, das jetzt auch zu bearbeiten. Ich glaube, das wird anstrengend, diese ganzen Clips, die schon Wochen alt sind, jetzt zu bearbeiten. Mal gucken.